Wir befinden uns hier inmitten im Strom in der Ausstellung in der Capsule Diego von 14 Künstlern und ich bin Ariel Drouard. Und ja, Sie können gleich ein Bild von mir sehen. Ich bin Malerin. Lauter. Lauter, ja. Ich heiße Ariel Drouard und bin Malerin und auch Konzertierin und stelle mit den 14 anderen Künstlern aus. Hier ist ein Bild, einer von meinen Lieblingsbildern, ein idyllisches Moment am Abend, am Steg, wo die Kinder nicht mehr streiten, aber alle in Einklang sind. Es gibt genug für alle, das Licht leuchtet auf die Kinder. Und das Thema ist eigentlich der Fisch, wie es sich nennt. Der Fisch ist hier und nützt die Unaufmerksamkeit der Kinder, um wieder ins Wasser zu seinem Freund zu bringen. Ja, hier sehen Sie drei Bilder in einem kleinen, intimeren Raum, im blauen Salon. Ich habe gewählt religiöse Motive. Laut. Beispiel, ja. Hier zuerst, es ist fast religiöse, es heißt Behüte. Also man kann eventuell die Erde zwischen den Händen sehen und einen goldenen Embryo. Ein sehr wichtiges Botschaft für heute, behüte das Schwache. Liegt mir sehr am Herz. Das nächste Bild ist ein Engel. Ein Engel mit Löwe, Adler und Stier, der einem behüten soll oder für einen kämpfen soll. Ja, und das dritte ist die Vision von Moses, das gelobte Land. Und wie wäre es, auf Reise zu sein mit einem Segen, mit beschützt zu sein während der Reise? Das ist das Thema dieses Bildes. Man sieht die Boote und hier einen Vogel als Segen und Wegweiser. Und schöne Orangentöne in einem vielleicht in einem anderen Land. Schön warm. Hier das Bild, das kleine verstocktes Herz, ist das Bild über die Verliebtheit. Wo man vorher denkt, nein, hier passiert das nicht mehr. Aber es ist aus Holz, der kleine Vogel ist aus Holz und wird mitgenommen von einem Drache, der in die Lüfte mit sich schwingt. Dieses schöne Verliebtheitsgefühl und dann diese ganze Feuerwerk an Farben drumherum, die einem aus einem explodieren. Frauen, wenn man genau hinschaut, sieht die
werden dienen Frauen. Und dann kommt dieses Blau aus dem Himmel und küsst diese Frauen und küsst die Erde. Also, ja. Drittes Bild, Engel der Stadt. Also hier soll man sich zwischen den Gebäuden, die aus Glas scheinen, den Himmel sehen. Und die Form der Himmel ist dieser Engel. Der Himmel breitet die Arme aus über diese Gebäude. Wurde inspiriert aus Berlin. Ja. Ich kann was sagen, ja? Also dieses Bild heißt Die gute Freundin. Also aus Vielfalt von Farben entstehen Figuren und man sieht eine Frau in Orange, die leidet, die erzählt ihre Geschichte und hier die gute Freundin, die sich überlegt, was könnte ich mal, wie könnte ich mal helfen. Und das Leid dieser Frau ist hier, ist da und da kommt wie ein Königsengel, um zu helfen. Ein sehr onirisches Bild, also poetisch. Jetzt? Ja, also die Ausstellung ist bald fertig. Wir haben nur noch 2 Tage und wir haben uns sehr gefreut, alle Künstler in dieser Location zu sein. Wir hatten sehr viel Besuch. Ich glaube, über 3000 Leute waren da. Bilder wurden verkauft und wir sind sehr zufrieden, wie das gelaufen ist.